Die Identität des am Dienstag mutmaßlich in der Elbe ertrunkenen Jungen ist geklärt. Bei ihm soll es sich um einen 10-jährigen Sonderschüler mit einer geistigen Behinderung handeln. Er soll aus seiner Schule entflohen sein. Die Identität des gestern mutmaßlich in der Elbe ertrunkenen Schülers ist geklärt. Laut Schulbehörde soll es sich um einen Fünftklässler der Sonderschule Nymphenweg in Harburg-Marmsdorf handeln. Offensichtlich habe der geistig behinderte Schüler am Dienstag das rund 1,60 Meter hoch eingezäunte Gelände während der Schulzeit unerlaubt verlassen. Die Ausgänge sollen in der Regel verschlossen sein. Wie der 10-Jährige das Gelände verlassen konnte, ist derzeit noch ungeklärt. Auch wie der Junge den Weg von rund 15 Kilometer zum Unglücksort am Fähranleger Bubendeiufer in Finkenwerder erreicht haben soll, ist zurzeit nicht aufzuklären. Die Schulbehörde und die Schulgemeinschaft sind tief betroffen angesichts des gestrigen tragischen Unfalls.